Dazu der Herr Pressel. Eine blaue Karte von Herrn Pressel. Akzeptieren Sie das? Bitte. Herr Monod, Sie sagten gerade eben, Sie sprachen von dem ultraliberalen Europa. Ich frage mich, in welchem Europa Sie leben. Ich sehe ein ultrasozialistisches Europa, ein Europa, in dem Schulden vergemeinschaftet werden, in dem wir über eine Vergemeinschaftung der Arbeitslosenversicherung reden und über viel mehr Unfug, der da noch getrieben werden soll. Erklären Sie mir doch bitte, was an diesem Europa ist liberal? Wenn es liberal wäre, dann wäre ich ja der größte Fan davon. Adelante. Oui. Bitte schön. Ja, Europa ist nicht liberal, sondern ultraliberal. Genauso wie das gesamte weltweite Wirtschaftsmodell, das uns durch das angelsächsische System auferlegt wird. Natürlich sind wir für ein liberales Vorgehen auf nationaler Ebene und Protektionismus auf internationaler Ebene. Aber die Völker heute, sind sie glücklich, heute in diesem Europa zu leben, dem Europa der Arbeitslosigkeit, dem Europa der Prekarität, wo die Kaufkraft nachlässt? Ist das Ihr Wirtschaftsmodell?